Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Jessen. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute werden wir endlich wieder Geld von meinem Mann stehlen. Endlich kann ich ihn wieder mehr ausnutzen. Wozu ist er da? Nur um mich zu bezahlen, dafür, dass ich seine Frau bin. Ich meine, so eine tolle Frau wie mich zu haben, das kostet halt eben Geld. Nennt man das auch nicht nur... Sowas bin ich nicht. Ich bin eine perfekte Frau. Siehst du nicht meine riesengroßen Boobs? Ja, die sind ziemlich episch, ich weiß. Haben viel gekostet. Und meine richtig aufgeblasenen Lippen waren auch sehr teuer. Hat er alles bezahlt. Aber viele Leute haben gesagt, hey Danny, mach doch öfter eine Party. Und Leute, das geht so nicht. Ihr könnt nicht immer warten, dass ich Party mache. Ihr wisst schon, dass Party nicht immer geht, sonst wird es langweilig. Stell euch mal vor, ich würde bei jedem Video eine Party machen. Das wäre nicht richtig von mir. Ich verstehe gar nicht, wie du mal danach fragen kannst. Deswegen werde ich einfach weggehen, weil ich kann dich in dem Moment jetzt einfach nicht mehr sehen. Oh, Pause. Ich könnte mich nicht sehen, ich verstecke mich hinter meinem Mikrofon. Wo bin ich? Werdet mich niemals finden im Leben. Relaxo denkt sich nur so. Und ich dachte, ich war dumm. Und Pikachu so. Bist du auch, du dummes Kind? Und Donkey Kong? Bin ich wenigstens cool. Auf jeden Fall. Wir sind heute zurück bei Finding Husband's Egg Money. Ein Spiel, wo wir unseren Mann ausrauben müssen. Wir sind Golddigger. Ein Golddigger ist eine Frau, die nur das Geld will. Also wirklich nur. Mehr nicht. Und naja, das werden wir tun. Er versucht sein Geld ganz hart zu verteidigen. Er so, nein, du kannst nicht mehr Geld von mir nehmen. Ich habe doch gar nichts mehr. Und ich so, ja, aber Schatz, dann nimm doch einfach einen Kredit auf. Komm schon. Ich bin doch deine wunderschöne Frau. Falls du es getan hast, solltest du unten kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und falls du das getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und bist dann in einer der Ersten. Und du gehörst zur Glockengang und die bekommt dann mein High Five. High Five, Glockengang. Und wenn du jetzt ein Like da lässt, lade ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Nur beim letzten Mal haben wir die Hälfte geschafft, aber wir sollten bis zum Ende schaffen, das wird gar nicht so einfach sein. Level 16, let's go. Wieso ist da eine Explosion? Okay, das erklärt einiges, da ist eine Kanone. Erstmal die Kugel rein, wahrscheinlich. Wir müssen die Wand zerstören, oder? Kann ich die Kugel nicht nehmen? Nein. Wieso kann ich die Kugel nicht nehmen? Kann ich es anzünden, bestimmt, oder? Ja, das geht, okay. Und da ist die Mutter meines Mannes. Also quasi, ein paar Leute haben gesagt, das ist die Mutter. Aber das erklärt doch nicht ihre behaarten Beine. Ich meine, schau dir mal diese Beine an. Würdest du auch nicht gern dran lecken? Was? Ich bin der Einzige? What the hell? Wieso kann ich die Kanonenkugel nicht nehmen? Aber ich kann auch bestimmt nur die Kanonenkugel anzünden, ne? Oh mein Gott. Da ist das Geld drin. Was für ein Loser. Ich hab's gefunden. Und das ist Peace-Zeichen. Das bedeutet quasi sowas wie... Jetzt bin ich reich. Heute zumindest. Tag 17. Hier haben wir wieder einen normalen Raum. Lass mal hier sehen. Da haben wir eine Cola. Okay, eine irgendwas. Was ist das? Ist das ein Helm? Wow! Mein Mann ist ein Sumo-Ringer. Wie heißen die nochmal? Sumo-Wrestler? Sumo-Künstler? Sumoria. Mein Mann ist ein Sumoria, Leute. Wir können ihn wahrscheinlich füttern mit irgendwas. Oh nein. Oh nein! Au! Das, wie dumm kann man sein, gegen einen Sumo-Ringer zu laufen? Bro. Ich gebe ihm mal den Helm. Auch wenn ich nicht glaube, dass es klappt. Oh mein Gott, wir haben ihn K.O. gesetzt. Haben wir es gemeistert? Yes! Yes! Das ist richtig. Was war das denn? Bitte. Wir sind mit dem Kopf gegen ihn geflogen. Wieso mit dem Kopf? Wieso nicht mit unseren Brüsten? What the frick? Ein Auto? Das ist eine sehr komische Mission. Da oben ist das Geld auf dem Baum. Mach schnell den Baum kaputt. Meine Güte, was soll das denn? Gib mir die scheiß Kohle. Au! Oh, blöder Apfel. Wieso passiert das jedes Mal? Ich bitte dich. Wir müssen... Oh mein Gott. Da ist... Was sucht sie dort? Wieso lebt sie unter einem Baum? What the f- Die Mutter meines Nachbarns ist sehr merkwürdig. Eine sehr komische Frau. Also losfahren ist nicht so eine gute Idee. Lass mal sehen, wo wir... Ah, wir können das hier verwenden. Das wusste ich. Hundertprozentig, Leute. Jetzt kann er losfahren. Wir nehmen die Kettensäge. Und mit der Kettensäge werden wir den Baum sägen. Und dadurch werden wir den... Ja, das Geld bekommen. Was ziemlich episch ist. Yeah! Auf jeden Fall. Ein Sarg... Ja, aber das war klar, da liegt eine Mumie drin, ne? Lass uns da lieber nie wieder reinschauen in meinem Leben. Lass mal nach rechts gehen. Okay, was haben wir hier? Also, ich verstehe halt gar nichts mehr. Er hat einen Ballon an seinen Haaren. Lass mal hier reinschauen. Ey, boom! Wir müssen wahrscheinlich treffen, ich verstehe. Aber was sucht der Sarg denn hier? Haben wir noch einen Pfeil? Können wir leider nicht mitnehmen. Wir können dagegen schießen. Und das bringt was genau? What? Was bringt das denn? Wir haben es jetzt wieder bekommen. Ist sie hier tot? Oh mein Gott. Ich glaube, sie ist tot, oder? Ich verstehe gar nichts. Oh, wir haben Ketten bekommen. Das war mega episch. Danke dir, Mr. Mumie. Keine Ding, Danny. Immer wieder gerne. Du bist der Beste. Abonniert alle Danny Jess und liked deine Videos. Wow, danke dir. Das habe ich aber nicht gesagt. Danke dir, du bist der Beste. Was für ein netter Typ, Leute. Jetzt müssen wir ihn vielleicht anbinden. Episch, Leute. Okay. Wogegen schießen? Da oben? Yeah. Oh mein Gott. Ja, yeah, gib mir die Kohle. Yes. Das ist richtig. Blöder Mann dachte, er kann mich ausstrecken. Er hat gar keine Ahnung von seinem Leben. Wir sind los. Oh mein Gott. Ist das zweite Spiel, was ich mir jemals runterladen werde? Oh mein. Nee, klar, Spaß.
Wir haben ein Bücherregal. Lass mal sehen, was hier drin ist. Farbe. Bücher. Okay. Eine Leiter haben wir. Lass mal nach rechts gehen. Da ist einfach so ein Schwein. Da oben ist auf dem Baum ist wieder Geld. Das Schwein wird... What? Was zum Teufel? Rote Farbe. Wahrscheinlich er, Leute. Rote Farbe, hundertprozentig. Er muss weggehen, ne? Das heißt, wir nehmen das hier hin. Geht das nicht? Was können wir mit der roten Farbe machen? Spiel ist kompliziert. Hier erstmal die... Nein! Oh, what? Was ist geschehen? Können wir das Schaf rot färben? Nein. Oh, wir können aber da was rot färben. Jetzt machen wir ihn zum Bullen. Jetzt rennt er dagegen. Und wir können es aufheben. Das war episch. Ein Peace-Zeichen, Baby. Was tun wir da? Wieso ist ein Bild von Michael Jackson? Ich verstehe halt gar nichts bei meinem Leben. Was können wir hier finden? Da haben wir einen Hut. Müssen wir Michael Jackson sein, um das Geld zu bekommen? Wahrscheinlich, ne? Verstehe. Kann ich... Oh mein Gott. Was war das für... Ich verstehe nichts mehr. Wieso war das Level auf einmal so einfach? Wieso sind jetzt Schildkröten und Oktopus in meinem Zimmer? Lass mal sehen. Nice, okay. Ich sehe dich. Können wir machen? Nur wo ist das Geld? Lass mal nach rechts gehen. In seinem Mund. Wir haben das in seinem Mund. Können wir es aufhalten und da reinfassen? Bitte? What? Er hat zerstört. Oh nein. Okay, sind die Schildkröte. Sehr schön, Leute. Ah. What? Wo wir das Geld bekommen immer noch? Alter Schwede. Ja. Das war episch. Mein Wohnzimmer. Helm, Spitzhacke. Okay, Schlafdingsterbumsterteile. Lass mal rechts gehen. Da ist mein Mann. Okay, wir packen ihm das ins Gesicht. Jetzt kann er nicht mehr sehen. Er ist umgefallen. Hä? Wir geben ihm das hier. Dann geben wir ihm das hier. Das kann er nicht nehmen. Jetzt geben wir ihm das hier. Normalerweise müsste er jetzt klarkommen, oder? Yeah! Jetzt ist ein Gegenschlag. Das ist richtig so blöder Mann. Gib mir die Kohle. Yeah! Ich werde immer besser in dem Spiel. Ich werde zu einem immer besseren Gold, Digga. Ich weiß, wie man Menschen ausnutzt. Ich bin ein guter Typ. Schon wieder die Mumie. Der Bogen ist da. Lass mal dagegen schießen wieder. Das ist richtig. Da ist mein Mann dieses Mal, der nicht gestorben ist. Aber normalerweise müsste er sterben, weil Vampire haben noch eine Schwäche gegen Holz, oder nicht? Lass mal nach rechts gehen. Da haben wir einen irgendeinen Typ, den wir noch nie gesehen haben in unserem Leben. Außer es ist seine Mutter mal wieder. Wir können gar nichts hier machen, oder? Ah, wir können irgendwo gegenschießen. Hä, oder auch nicht? Achso, wir haben es gefärbt. Silber! Jetzt verstehe ich. Jetzt müsste er K.O. sein. What? Er ist verschwunden. Eine Badewanne. Okay. Hier haben wir das Teil. Oh, da oben ist was. Ah, da kommen wir nicht ran. Müssen wir da rankommen? Da ist eine Dusche. Es läuft das Wasser. Nee, oh, yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Es klappt anscheinend. Lass mal nach rechts gehen. Wow. Komm ich jetzt ran? Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Alter, was tun wir nicht alles für Geld? Oh, wieder diese Werbung. Wieder diese Werbung. Mach sie weg von mir, bevor ich mir das Spiel gleich runterlade. Spiele werden immer dreist heutzutage. Wir haben Schlüssel hier unten. Kann ich sich aufheben? Okay. Wieso nicht? Im Schrank ist ein Knochen. Knochen? Okay, wir haben Leibwächter hier. Verstehe. Wir packen einen Knochen hin. Das geht leider nicht. Schade. Will jemand einen Knochen von euch? Ich biete einen leckeren Knochen an. Oh, hinter der Pflanze war ein Magnet. Mit dem Magneten können wir den Schlüssel holen. Das macht tatsächlich viel Sinn. Den Magneten können wir hier hin tun. Der saugt sie auf. Das muss aber ein sehr starker Magnet sein. Und jetzt gehen wir hier rein mit dem Schlüssel. Da ist ein Hund. Dem geben wir einen Knochen. Der geht jetzt weg und holt das wieder. What the frick geht hier ab gerade, Leute? Nehmt das Schwert und nehmt dann die Kohle. Ich bin ein Genie, Leute. Ich habe echt Angst. Ich habe wirklich guter Golddigger werde. Ich habe auch ziemlich geile Boobs, mit denen ich auf jeden Fall reiche Männer auf meine Seite bekommen kann. Ein Schrank? Was macht der denn da? Meine Güte, der kommt ja gar nicht mehr klar in seinem Leben. Eine Leiter. Da ist ein Vogel oben. Was habe ich hier? Ein Babyvogel. Okay. Ich mach mal wieder zu. Ich will den nicht sehen, den Lappen. Wir können das da hier hin machen. Ah, natürlich. Ah, er ist jetzt weg. Das ist episch. Leiter. Nein! Er hat mich aufgehalten. Was für ein Bild. Das sind wirklich richtig sexy Hausschuhe. Ah, vielleicht zumachen und dann... Ah, damit er nicht rauskommt, natürlich. Und jetzt kommen wir an das Geld an. Meins! Eine Lampe, normaler Schrank, eine Glühbirne. Da oben ist das Geld. Ich sehe es auf dem Schrank. Hier ist gar nichts, oder? Nein. Lass mal nach rechts gehen. Hier ist kein Licht. Warte mal, mach die Glühbirne hier ran. Sehr schön. Und wir werden elektrisiert. Wundervoll. Da oben vielleicht? Ja, da kommen wir sogar ran. Yeah, nice. Können wir nochmal nach rechts gehen? Da ist schon wieder eine Leiter. Oh, hier ist Licht sogar. Geil. Und mit der Leiter kommen wir da jetzt drauf? Das war so easy? Ist das dein Ernst? Wir sind bei einer der letzten Level. Oder spielst du immer noch? Es wird immer einfacher. Hier ist es wieder dunkel. Bücher erstmal wegtun. Oh mein Gott. Ah, wir machen Sport. Damit das Licht läuft. Verstehe. Sehen wir denn irgendwas anderes? Hinter der Pflanze ist gar nichts. Das ist sehr interessant, Leute. Au! Hat mir wehgetan. Lass mal weiter nach rechts gehen. Hier ist eine Pflanze. Ein Teppich, hinter dem nichts ist. Geld. An der Wand. Okay. Oh, hi. Ihr habt das Teil für mich töten. Ich wette, sie war 12 und ganz, ganz gruselig. Gruselige Mädchen sind die schlimmsten. Oh nein, nein, nein!
What? What? Ich verstehe halt gar nichts mehr. Ich habe mir nur das Bild angeschaut. Mehr nicht. Und es hat funktioniert. Ich check grad gar nichts in meinem Leben. Ein Telefon. Geld. Wir haben doch schon Geld. Wir haben doch schon Geld. Aber wir wollen mehr haben. Natürlich. So, okay, nice. Das Telefon funktioniert. Wir rufen jetzt die Feuerwehr an und sagen, wir haben nicht genug Geld. Und dann klopft jemand an der Tür. Und da ist die behaarte Mutter meines Nachbarns. Geil. Wir gehen nach rechts und da haben wir einen Hund. Wir haben ihn aufgesammelt. Nicht schlecht, Leute. Wir geben ihm ein bisschen Geld, damit er nicht so traurig sein wird. Hier, wir können ihm kein Geld geben. Natürlich können wir das nicht. Wieso sollten wir auch? Wir rufen, ich habe eine Idee. Wir rufen sie an und dann schicken wir den Hund zu ihr, damit die Alte nicht mehr nervt. Ja, attackier sie. Ja, bitte. Können wir uns endlich wehren? What? Was ist mit der Musik los? Leute. Ich liebe dich. Hast du das Video schon geliked? Senpai, bist du's? Was, Senpai? Hier hast du Geld. Danke dir. Hier hast du das Paket. Ein Geschenk von mir. Nur für dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Ende. Aber Leute, das war's für das Video. Wenn mehr solche Spiele, lasst einen Daumen nach oben da. Das war eine Menge Spaß. Ich hab das Spiel geliebt. Es war einfach so dumm, dass es perfekt für mich ist. Und solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten. Dann wirst du aber benachrichtigt, sobald ich euch Video hochlade. Und bist immer einer der Ersten. Und du hast so Glockengang. High Five Glockengang. 3, 2, 1. In der Beschreibung findest du mein Merch und mein Instagram. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.